Die letzte Warnung der Regierung gab es heute wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen. Am Samstag kommen neue Verschärfungen. Was sollte da kommen? Kommt der Lockdown? Wir sprechen mit dem Infektiologen der Uniklinik in Salzburg, Richard Klein. Die höchste Terrorwarnstufe wurde in Frankreich ausgerufen nach mehreren Attacken. Wir schalten zu unserer Korrespondentin in Paris, Cornelia Pirmasch. Und die gewöhnlichen Kreaturen, die Ordinary Creatures, der Film der Diagonale, wird wegen Corona jetzt bei der Biennale gezeigt. Also es gibt kaum mehr Zweifel, dass am Samstag so eine Art zweiter Lockdown kommt. Einen schönen guten Abend, ganz herzlich willkommen bei der ZIP-Nacht. Heute hat also die Regierung eine Pressekonferenz gegeben, um zu verkünden, dass es am Samstag eine Pressekonferenz geben wird, um zu verkünden, dass es weitere Corona-Entscheidungen geben wird. Und angesichts der aktuellen Entwicklung, ganz Österreich wurde heute also auf Rot gestellt, hat es bis jetzt noch nicht gegeben, werden diese Maßnahmen wohl weiter verschärft. Es ist schnell gegangen mit der Ampelschaltung von Grün auf Rot. So hat es in den Bezirken und Regionen noch vor einer Woche ausgesehen. Und so ist es heute. Die Farbe Rot überwiegt in weiten Teilen des Landes. Gleichzeitig gibt es erstmals auch eine bundesweite Einstufung des gesamten Landes als Hochrisikogebiet. Die Regierung berät heute mit Expertinnen und Experten. Die Lage ist ernst. Fast 4.500 neue positive Tests sind seit gestern gezählt worden. Die aktuellen Prognosen gehen davon aus, dass wir eine Steigerung auf bis zu rund 5.800 Fällen pro Tag bis Ende nächster Woche haben werden. Insofern gehen wir in Richtung einer Phase, wo wir massiv gegensteuern müssen, weil es sonst zu einer Überforderung der Intensivmedizin und der Spitäler kommen würde. So eine Überforderung könnte schon Mitte bis Ende November eintreten. Neue Maßnahmen sollen also kommen. Die Opposition hat dazu ganz unterschiedliche Vorstellungen. Die SPÖ sieht bei den aktuellen Entwicklungen keinen Weg am Lockdown vorbei. Die FPÖ hält dagegen nichts von neuen Beschränkungen. Die Neos wollen genaue Zahlen sehen, bevor neue Entscheidungen getroffen werden. Wie es mit den Corona-Maßnahmen tatsächlich weitergeht, bis Samstag heißt es, bitte warten. Ja, was passiert da am Samstag, beziehungsweise was sollte da passieren? Ich begrüße in Salzburg den Infektiologen und Vorstand der Universitätsklinik, Richard Greil. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Machen Sie sich Sorgen? Die Zeit von Sorgen ist vorbei. Ich habe schon viel zu viel über besorgte Menschen gehört. Es ist der Zeitpunkt längstens gekommen, wo effektive, wirksame und das sehr rasch wirksame Maßnahmen gesetzt werden sollen und müssen, wenn hier noch viel Schlimmeres vermieden werden soll und wenn wir nicht in eine Katastrophe kommen sollen. Ist es wirklich so schlimm? Katastrophe? Wir haben eine fast 50-prozentige Zunahme der Hospitalisierungsrate gegenüber dem März-Höchststand des Jahres und im Bereich der konventionellen Betten. Und wir haben fast 80% des Standes der Intensivbetten von Mitte März. Und Mitte März waren zu diesem Zeitpunkt bereits die Lockdown-Maßnahmen in Kraft gesetzt und entsprechend wirksam. Wir haben jetzt deutlich höhere, nicht nur Infektionswerte, sondern insbesondere, wie ich schon festgestellt habe, massive Zunahme der Hospitalisierungsrate. Wir haben alleine in Salzburg in den letzten 3 Wochen eine Versiebenfachung der Hospitalisierung gesehen. Und die Vorstellung, dass wir in Österreich 10.000 freie Betten hätten, um Covid-Patienten zu versorgen, ohne dass wir deswegen schwersten Schaden von anderen schwerstkranken Patienten in Kauf nehmen würden, ist eine vollkommene Illusion. Das heißt, der Lockdown ist unvermeidlich, der zweite? Für mich ist nicht relevant, wie man das benennt, aber man muss sich klar vor Augen halten, dass die verschiedenen Bundesländer alleine dem Ministerium gegenüber für die Frage, was an Bettenkapazität in Österreich zur Verfügung steht, auf 100.000 der Bevölkerung bezogen fast 40-fache Unterschiede benannt haben. Und es ist vollkommen evident, dass diese Betten nicht hinterlegt sind mit ausreichend qualifiziertem und numerisch vorhandenem Pflege- und ärztlichem Personal. Wir haben eine Hochleistungsmedizin, eine Hochdurchsetzungsmedizin und auch eine extrem komplexe Medizin und das nicht nur im stationären, sondern auch im ambulanten und tagesklinischen Bereich. Es ist unvorstellbar, dass man derartig komplexe Erkrankungen, die wir schon normalerweise haben, unter komplexen Covid-Situationen simultan mit diesem Personal behandeln kann, ohne dass es zu gravierendsten Verwerfungen kommt.
Ich kann daher nur an das appellieren, was der Herr Bundeskanzler heute gesagt hat, nämlich, dass es nicht zu einer Bewertung von Leben gegen Leben kommen darf. Und es ist vollkommen klar, wir schauen jetzt auf die Infektionen von vor 14 Tagen zurück. Selbst wenn jetzt intensive Maßnahmen gesetzt werden, werden wir eine massive weitere Anflutung sehen. Die Vorstellung, dass das österreichische Gesundheitssystem bisher im März und April so gut davongekommen wäre, weil es als solches so Hochleistungsfähigkeit aufweisen würde, ist nicht in einer Relation zur Wucht dieser Erkrankung. Das ist eine massive Überschätzung. Mhm. Anders ausgedrückt, wir haben sowohl in Deutschland als in Österreich gesehen, dass die bisher gesetzten Maßnahmen nicht ausreichend sind und Maßnahmen dieser Größenordnung auch nicht genügen werden, um diesen Tsunami an tatsächlichen Erkrankungen und an Engpässen in der Versorgung Schwerstkranker zu kompensieren. Und Sie sagen, das wird nicht reichen. Was müsste dann noch kommen? Sie sagen, die Maßnahmen reichen nicht oder werden auch nicht reichen, selbst der Lockdown nicht. Was kann da noch kommen? Die bisher gesetzten Maßnahmen haben weder in Österreich noch in Deutschland einen Effekt gehabt. Das ist in meinen Augen nicht, jedenfalls keinen ausreichenden. Es ist nicht angemessen, weiter sozusagen an die Disziplin von Menschen zu appellieren, denn diejenigen, und das ist der größte Mehrteil der Bevölkerung, die das einhalten wollen, die tun das ohne dies bereits. Und es ist schon seit März und April bekannt, dass es bei einer solchen numerischen und exponentiellen Entwicklung nicht mit Freiwilligkeit getan ist, sondern dass massive Maßnahmen gesetzt werden müssen, um eine deutliche Kontaktreduktion zu erreichen. Und das ist nur mit politischen Maßnahmen auf Regierungsebene möglich. Sagt also Professor Richard Greil von der Uniklinik in Salzburg. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufzeichnen müssen. Und damit nach Frankreich, wo nach mehreren Terrorattentaten in kürzester Zeit der Schock und die Trauer natürlich noch groß sind. Die Regierung unter Präsident Macron hat die höchste Terrorwarnstufe ausgerufen. Heute hat in Avignon ein Mann Passanten mit einer Pistole bedroht. In Nizza sind drei Menschen in einer Kirche getötet worden. Und in Saudi-Arabien wurde ein Mitarbeiter der französischen Konsulats angegriffen. Ich habe mich entschieden, dass unsere Soldaten verstärkt eingesetzt werden, konkret vor Kirchen und Schulen, sagt der französische Präsident am Tatort in Nizza. Die jüngsten Attentate auf Frankreich befeuern den Konflikt zwischen Frankreich und mehreren muslimischen Ländern, der wegen der Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen entfacht wurde. Und damit nach Frankreich zu unserer Korrespondentin Cornelia Primosch. Cornelia, jetzt heißt es überall in allen Kommentaren und Analysen, vor allem natürlich in Frankreich, die Politik muss was tun, die Regierung muss was tun. Was kann sie denn tun? Na, schon ein bisschen mehr Tatendrang wird auch angebracht. In den vergangenen Jahren ist die Aufmerksamkeit, die Wachsamkeit sicher etwas eingeschlafen. Aber es reicht halt nicht, Taten anzukündigen. Da muss dann auch gehandelt werden. So sind sehr viele islamistische radikale Amts bekannt. Einer davon war auch beim Anschlag auf den Lehrer vor knapp 2 Wochen involviert. Er konnte unbehelligt eine Online-Hetzkampagne gegen den Lehrer betreiben, die schließlich zur brutalen Ermordung von Samuel Paty geführt hat. Die Regierung von Emmanuel Macron, die gerät jetzt wirklich unter Zugzwang. Bereitet man sich in Frankreich jetzt auf weitere Attentate vor? Naja, wir hatten jetzt 3 Anschläge innerhalb eines Monats. Die höchste Terrorwarnstufe wurde heute fürs ganze Land ausgerufen. 7000 Soldaten wurden mobilisiert, die eben Kirchen und Schulen jetzt besser schützen sollen. Und auch Franzosen im Ausland werden zu besonderer Wachsamkeit und Vorsicht aufgerufen, insbesondere in muslimischen Ländern. Vielen Dank, Cornelia Primosch, für die Einschätzungen live aus Paris. Und damit nochmal zurück nach Österreich. Im März wurde ja die Diagonale, das Festival des österreichischen Films, aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Einige der dort geplanten Filme wurden bei der Biennale gezeigt, darunter auch Ordinary Creatures, ein Road-Movie, wo einem jungen Paar so allerhand Absurdes widerfährt. Uraufführung ist morgen. Gedreht wurde der Film auf Englisch, auch um am internationalen Markt reüssieren zu können. It's up to us, our generation. If we want humans to survive, we need to do something. We need a revolution. Bei einem Roadtrip durch Europa diskutieren Martha und Alex die wichtigen Fragen des Lebens und sind bewusstseinserweiternden Erfahrungen gegenüber nicht abgeneigt. Regisseur Thomas Marschall gelingt es, die Elemente von mehreren Genres zu verbinden.
Ich bin aber auch im Spielfilm jetzt doch einer, der sehr dokumentarisch denkt und sehr dokumentarisch arbeitet. Und das ist, glaube ich, ein bisschen die Leidenschaft dabei, das Spielfilmische hinüberzubringen, aber trotzdem eigentlich sozialdokumentarisch zu bleiben. Der Film basiert auf einem Theaterstück von Anna Mendelssohn, die im Film die weibliche Hauptrolle verkörpert. Der Tom hat sich das angeschaut und hat gesagt, da machen wir einen Film draus. Und das war eine geniale Idee, weil sich das so in diese geschlossene Situation der Bühne, sich in das Auto gut hineintransportieren hat lassen. Ordinary Creatures bietet eine erfrischende Absurdität, die man so nur selten im Kino zu sehen bekommt. So, und jetzt haben wir noch eine Fußball-Trilogie für Sie. Eine Niederlage und zwei Siege gab es heute für Österreichs Teams in der Europa League. Bemerkenswert war dabei vor allem der Sensationserfolg des WAC, denn die Kärntner, die waren bei niemand Geringerem als Feyenoord Rotterdam zu Gast. Michael Lindl verwandelt. Wernitznik hat zwar keine Chance auf den Ball, kommt aber wieder zu Fall. Neuerlich gibt es Elfmeter, neuerlich tritt Lindl an, der inklusive des 1:1 gegen ZSKA Moskau vor einer Woche jetzt bei 3 Elfertoren hält. Hat zahllose Topchancen, der WRC defensiv keine Kontrolle mehr. Doch ausgerechnet in der kurz darauf führt diese zu ungestüme Faustabwehr von Goli Bilov zum nächsten Elfer für den WRC. Diesem Handspiel von Krigic in Minute 73 gibt es Gelb-Rot für den Last. Beim Gastspiel von Rapid in Norwegen ist in Hälfte 1 gespielt und zu seinem Europacup-Debüt. Fußballspielen im Freien ist morgen, zumindest mal am Vormittag, keine so gute Idee. Hier sind die Wetteraussichten. Der Freitag, da beginnt schon mal meist bewölkt. Im Norden und Osten kann es etwas regnen. Tagsüber lockern die Wolken dann auf und die Sonne kommt durch. Bei teils lebhaftem Westwind wird es eine Spur wärmer als heute. Und ziemlich warm geht es dann am Wochenende weiter und auch zu aller Seelen. Es gibt eine Mischung aus Sonne, Wolken und Nebel. Das war's von uns. Ihnen, von uns allen hier, hier im Studio, drüben in der Regie. Eine geruhsame Nacht.